Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play APB Reloaded. Ich bin der Mr. Swisszocker. Und ich bin der Sir Pac-Man. Genau. Heute spielen wir wieder mal eine Runde APB und ihr seht schon, es hat sich an meinem Lümmel hier einiges geändert. Ja, ich habe endlich herausgefunden, wie man APB richtig spielt. Dank dem Schweizer hier neben dank dir. Dank dem Sir Pac-Man. Genau, also ich habe jetzt hier einigermaßen, wie ich finde, gut aussehenden Charakter und ich habe auch noch andere gut aussehende Dinge. Wie mich. Nein. Der war gut. ja, also, ich habe, wo ist mein zweiter Van? Na egal. Ich zeige euch erstmal die Autos, was ich bekommen habe. Einerseits dieser Van hier, der ist gesponsert von Sir Pac-Man. Das war sein erster Wagen zum Farmen. Genau. Farm werden wir vielleicht auch nochmal zeigen, wenn wir Zeit haben. Vielleicht nicht heute, aber ein andermal. Dann haben wir diesen Patriot. Das ist eigentlich eines meiner ersten Autos, die ich selbst zusammengespart habe. Nee, Quatsch. Egal. Ja, doch. Doch, stimmt. Als erstes habe ich da den Lieferwagen bekommen von dir und das ist mein eigenes, erstes eigenes Auto. Wow. Ja. Genau. Habe ich ein bisschen getuned. Fehlt noch einiges, zum Beispiel hier so Ramme und so, das fehlt alles noch, kommt alles noch rein. Genau. Dann Fahrzeug. Ich habe doch noch einen zweiten Van gehabt, Mann. Ach, man sollte ganz runter scrollen, okay. Dann habe ich den hier noch. Den Charge Cisco, der ist auch von ihm gesponsert, von dem lieben Sir Pac-Man. Genau, so für 50.000 Dollar, um genau zu sein. Genau. Der... Ja, mit der coolen Lackierung, wie man hier sehen kann. Nicht nur... Na, ich sag jetzt nichts dazu. genau. Der Wagen. Dann ein eher bescheidenes Fahrzeug. Der hier. Ja, also ich finde, für ein Anfangsauto ist der gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr den als erstes Auto kauft, ist der nicht mal so übel. Er sieht auch einigermaßen fit aus. Mit den ganzen Felgen und so, finde ich, sieht er nicht mal so übel aus. Dann gibt es dann noch den Sungneimoirai. Gesundheit. Das ist dieser hier, der ist auch noch nicht fertig. Den kann man übelst geil tunen. Hier mit so einem Löwen auf dem Dach. Genau, den kann man auch übelst geil tunen und alles. Was werde ich auf jeden Fall machen. Und dann zu guter Letzt meinen eigenen Van, den ich selber zusammen gebaut habe. Genau. Ich glaube, den hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nö, die Textur muss bei mir noch laden. So, silbrig mit blauen Rallye-Streifen. Vorne und hinten auf der Seite jenen Löwe und auf dem Dach ein Farbenkleckser. Ach so, okay. Genau. Gut, dann nehme ich mir mal, welches Auto fahren wir denn heute? Ja, keine Ahnung, eine, die gut ist für eine Mission. Dann fahren wir den Patriot. Gut, dann nehme ich mein Akta-Auto. Der, ja genau, er hat hier Akta draufstehen. Obwohl Akta schon längst vorbei ist. Egal, es hat immer noch Style. Genau. so, ich würde sagen, wir drücken mal beide K und hoffen wir auf eine Mission. Das Auto hier, wieso ich den genommen habe, der ist ein Allrad betrieben und haut so ziemlich alles weg. Wenn er dann eine Ramme und so bekommen hat, dann noch mehr, aber jetzt auch schon. Und deshalb. Der andere, der Sungmeidung Dings da. Oh, warte, warte, warte. Ich muss erst noch Eid leisten. Ach so, ja. Der wäre da hinten quer gekommen. Genau. Und übrigens, um die ganzen Sachen freizuschalten, müsst ihr zu solchen Freaks hier gehen. Zu den Kontakten. Genau, Kontakten und dann hier unten Eid leisten. Hier könnt ihr übrigens auch schauen, was ihr so alles gewinnen könnt. Und wenn der hier Level 10 ist, dann ist eigentlich das Maximum-Level erreicht. Genau, und dann müsste man zu einem anderen District entweder verwiesen oder zu jemand anderen Person in diesem District hier. Genau. So, dann können wir jetzt nicht J drücken, sondern K. Ja, wir können auch J drücken, aber es bringt nichts. Es bringt nicht viel, genau. Gut. An und für sich solltet ihr jetzt eigentlich Formel 1 sehen von uns, nur Codemasters hat nicht so wirklich Bock, dass wir Formel 1 aufnehmen, weil die ganze Zeit die Server abschmieren. An dieser Stelle, wenn irgendjemand weiß, wie man dieses Problem beheben kann, wären wir dankbar. Bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Ja, das wäre sehr freundlich. Das wäre sehr sozial.
Au, das ist. Oh, lol! Ja, lol. Dann fette ich dich als Erster. Well done. Ja, okay. Ich hab gar nicht gedacht, dass das ein Gegner ist. Mann. Ja, ich auch nicht. Bei mir hat nicht mal die Textur geladen. Der wurde bei mir nicht mal rot angezeigt. Bei mir voll spät erst, als ich neben ihm gestanden. Die haben mein Auto in die Luft gesprengt. Ja, eine Laterne als Deckel. Nicht. Ja, die Waffe. Fickt euch. Die Waffe, die ich hier habe, die fetzt eigentlich auch ziemlich fett rein. Das sind ja zwei. Ja. Beides goldene, oder wie sieht's aus? Ja, beides goldene. Perfekt. Haben wir schon mal erwähnt, dass das Matchmaking von APP das Beste dieser Erde ist? Also ja, dazu habe ich dir auch noch was zu sagen, was Kleines. Wenn wir zwei Silbrige gegen zwei Golde spielen und die gegen uns gewinnen, bekommt sie weniger Erfahrung, als wenn wir gegen zwei Goldene gewinnen. Da bekommen wir ungefähr das Dreifache an, als wenn wir gegen ein Bronze oder noch einen tieferen spielen würden. Also, es ist zwar scheiße unfair, aber wenn wir gewinnen würden, was eigentlich nie passiert, würde man saumäßige Erfahrung bekommen. Verstehst du so den Blick, den ich gerade so sehe, den Tunnel? Naja. Alter, der und seine verfickte Schrotflinte, Alter. Ja, die Schrotflinte. Schrotflinte die braucht einfach keinen Skill, einfach nur reinhalten und gut ist. Ja. Kommen wir von der anderen Seite. So, du gib mir deinen Lieferwagen. Ja, der Basami. Der hackt, glaube ich. Wieso meinst du? Ja, weil er mich die ganze Zeit tötet, also wer kann mich schon töten? Ich bin der beste Spieler. Liegen, dass du scheiße bist. Ja, entweder das oder er hackt. Kann man sich aussuchen. Ja, pump erstmal die Wand voll Schrot. Ist klar, ne? Ist klar. Erst pumpte die Wand voll Schrot und dann falle ich tot um. Ja, das ist die Schrotflinte, die er hat und der dich damit getötet hat, das ist die OP-ste Schrot, die es im ganzen Spiel gibt. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen. Oh, da ist einer da. Er mich getroffen hat, aber. Wird schon stimmen. Ja. Vertrauen wir dem Spiel mal. Das APB. Achtung, hinten kommt einer. Ja, was ist hinten für dich? Hier, links, rechts, geradeaus. Ich finde es so geil, wie die Typen fliegen, wenn sie sterben. Ich habe jetzt gerade auch wie so ein. Keine Ahnung, was hingelegt, wie man das Ding nennt. Also kommen sie wirklich von jeder Seite. Weißt du was? Wir machen es folgendermaßen. Du spawnst jetzt einfach mal bei mir. Wir schnappen uns eine Karre. Ich fahre da rein. Du hoppst raus. Okay. Wenn die meine Karre nicht wegfahren. Du hoppst raus, schnappst dir das Päckchen und steigst sofort wieder ein. Okay. Dann sehen wir zu, dass wir wegkommen. Aber nicht mich überfahren. Jetzt die Versuchung war zu groß. Ja, Pac-Man umbringen oder die Mission schaffen. Pac-Man umbringen oder die Mission schaffen. Pac-Man umbringen oder die Mission schaffen. Die Physik ist auch der Brille. Natürlich. Ich würde sagen, das ist uns perfekt gelungen. Ich glaube, das war die beste Idee, die ich je hatte. Das war, und die Ausführung war der Oberburner. In der Theorie brillant. Der Oberburner, verstehst du? Was? Ich hab nicht zugehört. Die Ausführung war der Oberburner. Weißt du, Burner, verstehst du mein Feuer, weißt du, mein Feuer, weißt du, verstehst du? Was ist die härteste Droge? Ein Zug und du bist weg. Verstehst du mein Zug, weißt du, Zug? Okay. Also, die Witze werden immer schlechter. Ui. Rechts habe ich irgendwann mal einen gesehen. Auto los! Ah, er hat eine Granate, nein! Mama! Ah, die Granate, Alter, hat ihn getroffen. Ich brauch auch ein Auto! Nein! Nice, Homo! Stirb! Kill Assist, yay! Ich glaube, du bist freundlich zu jedem Menschen, den es auf der Welt gibt.
auf dem Welt gibt, das ja, natürlich auch so. Ja, ja, interessant. Ich freue mich zu jedem Menschen, den es auf dem Welt gibt. Okay. Ich weiß nicht, manchmal, manchmal habe ich so Sprach Dinger und dann wäre mir fast in Gang. Ach ja, du hast Alzheimer, sorry. Was? Was? Ich hab's vergessen. Was ist das jetzt nochmal? Kannst du es mir erklären? Ja, das kann man essen. Hoppi hoppi. Ach echt? Was kann man Alzheimer nochmal? Bam, voll auf die Fresse. Naja. Also ich breche dann überall mal ein, wenn ihr irgendwo Picknick macht und etwas esst. Was? Aber lasst mir noch ein bisschen Kohle übrig, wenn ich die Missionen hier mache. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, oh. Typ, oben. Ja, bei dir. Oh, bei mir oben. Okay, ich bin down. I said. Ja. Der hat Adidas Kleidung an, aha. Mhm. Aha, Schleichwerbung, aha, okay. Mhm. Wir zeigen ihn einfach an, ganz einfach. Alter, komm, leck mir die Klöten, ey. Ui. Und unsere anderen Typen, die haben auch noch Scheiß im Kopf. Ja, natürlich. Nur wir beide wissen, was abgeht und halten uns. Ja, guck mal, wo die anderen rumgammeln, ey. Wer ist Boss dieser Mission, ganz im Ernst? Du, schmeißt den anderen Homo raus, ganz ehrlich. Den Goldenen? Ja, der macht nix. Okay, Goldene, tschüss. Jetzt kannst du hoffentlich Verstärkung anrufen. Ja, kann ich auch. Einen anderen goldenen Typ. Ich hoffe, der bewegt diesmal seinen Arsch. Bäm, voll Karate-Kick auf. Karate-Kit? Hui, ich bin Karate-Kit. Und ich hab ein Kit. Okay. Okay. Lassen wir das, sonst bekommen unsere Zuschauer noch Angst. Oh, was ist denn das für ein Tier? Die kommen Angst, weil sie denken, oh mein Gott, was schaue ich hier für kranke Typen an? Für kranke Scheiße, die Schweizer wieder. Da, steck dir deine Schrotflinte in den Arsch. Ah, übrigens. Jetzt kommt der nächste auch noch mit der Schrotflinte. Sag mal, willst du mich hier eigentlich natzen? Natzen? Ja, komm. Übrigens, was ich sagen wollte, natürlich Mrs. Wistockers Kanal ist auch in der Videobeschreibung, also unter mir, unter dem Video. Nur nicht, dass ich es noch vergesse. Ja, natürlich immer. Und auch natürlich auf unserem Kanal verlinkt. Ja, das war's eigentlich. Zu dem. Damit ist die Folge vorbei. Tschüss, schön liken. Nein, nein. Wie viele Minuten? Mami! Ah, wir haben noch 2 Minuten, okay. Hui! Bom. Au, das ging in die Hose. Bisschen Achtung, da ist einer! Danke. Kein Problem. Gesundheit. Wieso wurde mir das Tutorial angezeigt? Weil du schlecht bist. Ich brauche das Tutorial nicht mehr. Danke. Du bist so schlecht, dass du das Tutorial wieder brauchst. Mhm. Wie läuft man schon wieder? Ach ja, mit W. Warte mal. Granate werfen direkt vor die Füße, oder? Also, ja. Vor die eigenen, versteht sich. Ja, natürlich. Alles andere wäre Humbug. Genau. Ich, Klaus, habe endlich herausgefunden, dass man mit der W-Taste laufen kann. Und nun werde ich meine Männer in die Schlacht ziehen. Ja, ich habe herausgefunden, dass man mit der W-Taste laufen kann. Ach komm. Ich dachte schon, du willst irgendwas anderes sagen, aber... Nein, nein. What? Woher kam der? Auf jeden Fall haben wir noch 40 Sekunden Zeit. Werden wir auf jeden Fall schaffen, glaube ich. Ja, natürlich. Ich glaube ganz fest daran. Okay. Auch wenn die Mission noch 50 Sekunden geht, also noch eine Minute. Ja, ein bisschen überziehen sollte gehen. Und wohin laufe ich wieder? Grüezi wohl! Wie schmeckt das MG, ne? Scheiße, wie es ausschaut, wa? Wie viel Mal bin ich jetzt schon gestorben? Bisschen. 11 Mal. Oh, 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 ich bin besser, ich bin 12 Mal. Du bist 12... Alter. Du Skittler. Congratulations. Dankeschön. Ich weiß, ich bin der Beste.
Hyper, Hyper. Ja, euch auch. Das war der Timer, wie es ausschaut. Jo. Wir haben noch 13 Sekunden, wenn wir jetzt das noch schaffen, dann überziehe ich ein bisschen. Echt schon 15 Minuten, Alter. Das ist übertrieben hardcore, ne? Das ist nur, weil ich dabei bin. Ich hab nee gewonnen. Und gewonnen! Ja! Hurra! Juhu! Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge von APP Reloaded. Zusammen mit dem Mr. Swiss Zocker und mit mir, den Sir Pac-Man mit der Akta-Kleidung. Nein, geht noch nicht weg. Wenn ihr mehr sehen wollt von Mr. Swiss Zocker, schaut auf seinen Kanal. Link in die Videobeschreibung, wie bei jedem Video, wo er mitmacht. Und natürlich auch umgekehrt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.